Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Der gute Tetsch, der ist unterlegen. Wir wollen doch mal gucken, ob wir dem nicht helfen können. Achso, da müssen wir hin. Alles klar, dann wollen wir doch mal das Steuer verlassen. So, und dann mal rüber an Bord. Nein, nach oben. Eigentlich wollte ich nicht nach oben, aber naja, wie dem auch ist, können wir nicht hier rüber und dann ins Wasser springen. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Das wäre sogar richtig schön, jawohl. Captain in der Salzlage. In der Salzlage, schön. So, wo haben wir denn unsere Waffen hier? Nee, genau, die behalten wir auf jeden Fall dabei. Nanu, warum können wir unsere... Ach so, da können wir sie wählen. Okay, Überlebende retten, durch Rauchbomben gestoppte Wachen töten. Okay. Ach du meine, das sind aber viele. Oh Gott. Boah, jetzt geht's aber rund hier. Edward, hallo, Freunde. Bleib standhaft vorne. Die Waffen bereit und den Rücken zur See. Hat dich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Oh, nicht im geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Du bist in ein Wespennest getreten, Pat. Im Dienste einer guten Sache. Medizin meinst du hoffentlich? Ei, eine Gallione! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Na, was soll der Mist hier wieder eigentlich? Diese Kackbomben. Ah, Mist. War ich hier zu langsam? Nixes. Warum kann ich die Rauchbombe verdammt nochmal nicht einsetzen? Joa, ausweichen. Oh, der gute Blackbird, dem geht's nicht gut. Oh nein, und direkt vor uns ist eine Bombe. Hör mal du, komm mal her, ja. So, jetzt aber hier. Ach Mist, da greifen sie mich doppelt an, die Schweine. So, dann haben wir nur noch einen. Jetzt aber hier. Subtile liegt dir nicht. Oder Thatch? Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. War es das? Überlebende retten? Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Welche? Oh, oh. Zu meinem Schiff, so schnell es geht. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zu Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl. Hauptsegel setzen und nimm Kurs auf das verdammte Schiff. In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin. Das sieht nicht gut aus. Ich werde die mir mal markieren, wenn es überhaupt geht. Nee, können wir nicht. Okay. Ach du Backe. Jetzt mach kein Mist, die hat uns entdeckt. Können wir denn auch schießen und so? Ja, Tatsache. Boah, jetzt geht's rund. Mit so einem Kahn dürfen wir kämpfen. Bei 40 hat er aufgehört zu zählen. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Achso, wir haben ja auch die Mörser, oder? Nee, wir haben keine Mörser? Das kann nicht sein. Lass sie nicht aus den Augen! Ja, ach wirklich. Ja, danke. Bitteschön, was hast du davon? Jetzt ist mal eine dicke Breitseite hier, Freund. Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Meine Güte. Na... So. Aber warum haben wir keine Mörsermunition? Ich verstehe das leider nicht. Na komm, drehen. Und jetzt schneller. Oh, 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 oh. Ja, das war doch wieder so klar. Bleib stehen. Boah, Wahnsinn. Aber es sieht nicht gerade prickelnd für uns aus. Das muss man leider schon dazu sagen. Aber naja, was soll's. Halt auf sie zu, Kenway! Ja, sollen wir sie rammen, oder was? Boah, mit so einem Riesenschiff bin ich ja noch nie gefahren. So, jetzt aber noch einmal. Da ist sie am schwächsten. So, und jetzt aber, gib ihm ja. Komm, gleich ist es vorbei. Noch ein. Jawohl. Nein, das. Ja, verzeiht, Freunde. Da wurden wir gerade einmal rausgekommen, weil ich wieder zu oft die. Ich sehe den versprochenen Teufel, Fat. Taste gedrückt habe. Ich hätte meinen Engel gezeigt, hätten sie sich ergeben. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also ramm den Bastard. Mit allem Wind, den du hast. Sollen wir das jetzt entern oder sollen wir es rammen? Okay. Boah. Sie ist geknackt, Männer! Schickt sie zur Hölle!
Finde den Captain und beende es. Das werden wir doch gerne tun. Sieh zur Hölle! Boah, jetzt geht's rund. Ah ne, das war schon richtig. Hier sollten wir eigentlich mal hoch. So, jetzt mal ab nach oben. Und dann schwingen wir uns nämlich irgendwie rüber. Zumindest will ich es hoffen. Oh, da hat uns einer gesehen. Ich bin nicht da. Ach, da trifft er uns sogar noch, obwohl wir hier hinterstehen. Ich glaub's ja nicht. So, komm schnell nach oben, bevor die uns entdecken. So, wie kommen wir denn hier am besten runter? Nein! Ach komm, jetzt sind wir so gut wie tot. Ja, klasse. Meine Güte, so ein Müll. Jetzt müssen wir uns mal eben kurz außerhalb des Kampfes aufhalten, damit wir hier auch ein bisschen Leben regenerieren können. Hör auf mit dem Mist. Ich brauche mehr Leben. Schade, wie gesagt, tut mir leid, wenn ich halt des Öfteren die Taste drücke, dann schickt er mich halt immer wieder auf seinen Kack-Windows-Screen und fragt danach, ob er das halt, Finde den Captain! Ob er die Einstellung vornehmen möchte. So, regenerieren wir auch mal ein bisschen Leben. Das wäre eigentlich ganz nett. Sonst endet das jetzt gleich hier im Chaos. So, finde den Captain und beende es. Achso. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Haben wir noch die Rauchbombe ausgerüstet. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul. Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Treff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. So, die Mission ist natürlich auch wieder beendet, auch wenn wir... Doch, wir haben sogar was geschafft mit den Rauchbomben. Das ist natürlich eine schöne Sache. So, die Erinnerung bewerten. Was ich natürlich cool fand, was mir sehr gut gefallen hat, ist halt nun mal, dass wir mit vom guten Tetch halt im fetten Schiff kämpfen durften. Auch wenn wir uns halt nun mal leider mal wieder ziemlich blöd angestellt haben. Nichtsdestotrotz, nach Charlestown in einem Monat, per Schnellreise, in ein paar Sekunden, so wie es ausschaut, oder? Wollen wir mal gucken, wo haben wir denn das gute Charlestown-Täunchen? So, wo haben wir es, wo haben wir es? Ah, jetzt lass mich raten, wir dürfen da wieder hinreisen, ne? Wo soll denn Charlestown sein? Da oben ist es, ja wunderbar. Die Hauptmission, dann wollen wir doch hier einmal die Schnellreise benutzen, wenn es denn auch möglich ist. Und die Karte werden wir so und so im Laufe des ganzen Spiels und so noch freischalten. Das ist ja irgendwie das kleinste Problem. Vieren und Fahrt aufnehmen! Da sind wir wieder auf unserer Jackdaw. Lehnsegel, wir reiten die Böe! So, da wollen wir nämlich noch nicht hin. Na, ich muss schön weiter schwimmen hier. So, da hinten wollen wir nämlich hin. Ab in die Reisegeschwindigkeit. Und da bin ich doch mal gespannt, was wir da für einen Deal aushacken können, um halt nun mal an Medizin zu kommen über Dauer. Die Belagerung von Charlestown. Topsegel raffen! Hey, yo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Wie nett. Das gibt doch auf jeden Fall ein Rückspiel irgendwann am Ende. Dann kommt er uns als ganz großer Piratenheld zurück. Und wer weiß, vielleicht kämpfen wir auch nochmal gegen ihn. Aber jetzt wird es erstmal interessant. Liebt man euch denn nicht daheim?
wollen euch, eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin war meine einzige Forderung. Und doch, 6 Tage, Gott verdammtes Schweigen. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Ahoi, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Gib mir einen Tag, okay. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da jetzt wieder machen müssen. Wird selbstverständlich gespeichert. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Oha, jetzt bin ich ja mal gespannt. Schleichen auf See, Abstand zum Kanonenboot. Alle Segel einholen. Nehmen wir Fahrt auf. Oh, jetzt sag mir nicht, wir dürfen... Nicht holen. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen, den Austausch zu verhindern. Ei, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Leicht vom Wind abfallen. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Ach so, ja, ich sehe es. Wie können wir denn da am besten noch vorbei? Oh, das wird zu eng, oder? Wie? Oh, nein. Großsegel setzen. Wir dürfen das Ding natürlich nicht verlieren. Aber... Oh, ich hoffe, wir knallen jetzt nicht irgendwo gegen. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Boah, wir kommen aber dran vorbei. Da ist noch ein Wachturm. Ach komm, mach keinen Mist. Oh, das sind sogar 2. Oh, verdammt, jetzt müssen wir abdrehen sogar. Oh, das war jetzt eine ganz schlechte Entscheidung. Ah, nein. Komm. Ja, es war so klar. Verdammt. Leicht vom Wind abfallen. Alle Berg. Ja, Entfernung zum Ziel verringern, das ist mir klar. Wie soll ich das dann anstellen, wenn ich hier die ganze Zeit hin und her wendern muss? E-Segel setzen. Ich find's halt schade, dass die Minikarte zu klein ist. Man müsste die eigentlich irgendwie vorher erkennen dürfen. Was denkt der Captain sich denn, wenn der Nebel sich verzieht? Boah, wir kommen da nicht dran vorbei, ne? Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Pass auf, die Sandbänke. Ja, klasse. Und jetzt gleich werden wir entdeckt und dann ist die dekolonisiert, ne? Boah. Stimmung locker. Trabsegel treffen. Hammerhart. Komm rüber, 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 rüber. Alle Segel. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Oh, alle halt! Jetzt? Achso, die Glocke sabotieren. Okay. Eieiei. Dann wollen wir das doch mal machen, Freunde, oder? So, einmal rüber. Alle hopp. Jetzt müssen wir schön vorsichtig sein, ohne dass wir gesehen werden. Die Glocke sabotieren. Sperrgebiet, ja, das ist mir klar. Wo sind die denn? Die sind über uns, ja? Nicht, dass ich jetzt hier hochgehe und dann gesehen werde. Ach, jetzt sind sie unter uns. Okay, ich verstehe. So, dann wollen wir uns erstmal hier reinspringen und dann widmen wir uns doch unserem ersten Gast.
So, komm mal rein. Müssen wir mal gucken. Pfeifen dürfen wir natürlich auch. Und anscheinend verlieren wir nicht die Sicht zum Schiff. Aber so soll es dann auch sein. Ja, komm mal rüber. Genau dich meine ich, mein Freund. So, wenn er nah genug dran ist, holen wir uns den natürlich auch. Dann haben wir schon wieder freie Bahn. So, wo ist denn die Glocke? Da oben soll die Glocke sein. Alles klar. Das müssen wir natürlich mal vorsichtig gucken. Wie viele haben wir denn hier? Oh, da ist noch einer. Ach, die Glocke ist doch unten. Alles klar. Wie sieht's denn aus? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber wir probieren es einfach mal. Na, komm schon. Glocke sabotieren. Mit E. So, jetzt aber wieder schnell zurück. Eieiei. Komm, schnell, 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 schnell. Und ab aufs Schiff. Wieder ans Steuer, ne? So, komm. Eieiei. Nicht schlecht. Großsegel setzen. Verzeiht, dass ich angepinkt wurde. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen, ne? Nicht, dass die abhaut. Ich sehe sie. Da drüben. Ah, gut, gut. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Das will ich auch hoffen, weil sonst wird's echt... Der Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Ach Mensch, so oft zum Meckern. Segelreff. Boah, wie... Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Hör mal, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nehmen wir Fahrt auf. Einholen, Großsegelreff. Oh, wow. Ich hoffe, wir kommen da durch. Jetzt halbes Segel. Das sieht aber nicht danach aus. Nee, wir kommen da nicht durch, ne? Genial, sind wir jetzt irgendwie falsch abgebogen, oder wie? Dicht holen, Fahrt zulegen. Nee, wir kommen Stimmung da anscheinend locker. Nicht durch. Okay. Tja, Freunde, keine Ahnung, wie wir da durchkommen. Ist natürlich jetzt überhaupt gar nicht so einfach. Ich dachte, wir passen da durch die kleine Lücke. Aber dem scheint nicht so. Und jetzt nehmen wir Fahrt auf. Ist er gleich wieder am Meckern, weil wir das Schiff verlieren, ne? Gehe ich mal stark davon aus. So, dann wollen wir nochmal eben zurück. Mal gucken, ob wir irgendwie Lesegel weiter nach links können. Irgendwie muss es hier... Nee, da nach rechts können wir auch nicht. Leicht vom Wind abfallen. Oh, nicht so schnell. Ja, doch, hier. Mehr Segel. Links. Alles, was wir haben. Ja, auf genau. Geil. Mecker Segel jetzt wieder rum. Alle Berge. Boah, jetzt mal rüber. Großsegel setzen. So, da müssen wir Licht entlang. Und jetzt Fahrstuhl schnell. Legen. Ich hoffe, es passt noch. Stimmung lockern. Topsegel treffen. Mehr Segel. Alles, was wir haben. So, jetzt aber schnell. Reisegeschwindigkeit funktioniert hier nicht, ist mir klar. So, hoffentlich. Wir dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Ach, wirklich? Ich musste da erstmal sehen. Leicht vom Wind abfahren. Aber jetzt sag mir nicht, dass immer mit der Ruhe, Captain. Ein Wachturm. Da kommen wir definitiv nicht so vorbei. Wie sollen wir denn da jetzt durchschlüpfen? Einholen. Großsegel reffen. Stopp. Ja, und jetzt? Ja, das Kanonenboot verfolgen. Was macht es denn? Das jetzt bewegt sich nicht, oder? Alle Berge. Kann ich vom Steuer gehen? Nee. Nehmen wir Fahrt auf. Okay. Ich weiß gerade nicht, was Sache ist, aber ich glaube, wenn wir hier in dieses Gebiet hier reinkommen, gibt's Ärger, oder? Alle Segel einholen. Ja, genau, das dachte ich mir. Rückwärts, schnell. Ja, es hat uns gesehen. Alles klar. Keine Ahnung, Freunde. Ehrlich gesagt, wirklich. I don't know. Ich weiß nicht, warum das Kanonenboot nicht weitergefahren ist. Aber ich denke mal, dann in der nächsten Folge werden wir es dann doch hoffentlich hinkriegen. Bis dahin.